Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Podcast Erfolgreich glücklich sein. Hier sind Christina und Walter und heute geht es um das Thema: Ziehe ich denn Menschen an, die die gleiche Energiewolke haben, heißt also, die so mit mir matchen, aber ja, irgendwie habe ich das gar nicht bei allen das Gefühl, dass sie genauso zu mir passen. Wie passiert das mit diesem Gesetz der Anziehung? Dafür haben wir eine Frage bekommen und die wollen wir euch mal vorlesen. Ganz genau, wir haben eine Frage bekommen und sie lautet wie folgt: Mich beschäftigt seit eurem letzten Seminar eine Sache und ich bekomme sie nicht mehr aus meinem Kopf. Man zieht ja die Menschen in sein Leben, die in der gleichen Energiewolke sind. Mir kreist seit Wochen ein Mann durch meine Gedanken und auch in den Meditationen und Visionen. Auch kommt mir ein Gefühl, wenn ich an ihn denke. Ich sehe mich aber absolut nicht an seiner Seite aktuell und ich glaube oder weiß auch, dass wir gerade nicht in einer gemeinsamen Energiewolke sind. Das habe ich heute nochmal gut gemerkt. Zieht man solche Menschen mit sich oder holt sie in dieselbe Energiewolke? Ich kann es mir einfach nicht erklären. Aber mein Gefühl im Herzen ist immer noch da, wenn ich an ihn denke oder er taucht in meinen Visionen auf. Vielleicht könnt ihr mir da ein wenig Klarheit verschaffen. Ich versuche das alles loszulassen, aber es ist einfach präsent. Also, es geht natürlich jetzt um unterschiedliche Begrifflichkeiten und Definitionen. Was ist denn überhaupt die Energiewolke, die wir immer so gerne als die Ausstrahlung von Gedanken und Emotionen auf dem Magnetfeld des Herzens sozusagen wie so eine Art Wolke um uns herum, die etwas nach außen strahlt. Und das strahlt natürlich das Bewusste und das Unterbewusste mit aus. Und das geht nach draußen und manchmal gehen wir in Resonanz mit etwas. Und da gibt es ja diesen schönen Spruch, was mich trifft, betrifft mich. Ja, und manchmal gehen wir auch in Resonanz mit Menschen. Und diese Menschen haben etwas für uns. Das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt dort irgendwie irgendwelche Beziehungen eingehen müssen. Aber wenn wir in Resonanz gehen, positiv wie negativ mit anderen Menschen, dann hat das etwas mit uns zu tun. So einfach und so simpel ist es. Wir können natürlich nicht sofort herausfinden, was ist es denn jetzt? Aber da ist irgendwo eine Resonanz. Und dadurch, dass wir ja nur 5%, sage ich mal, bewusst wahrnehmen und der Rest passiert automatisiert, da kann es sehr gut sein, dass dort einfach irgendeine Resonanz ist. Und da würden wir als erstes fragen, ist es eine positive Resonanz oder ist es eine negative Resonanz? Ja, wir würden hier weitergehen, indem wir die Fragen stellen. Fragen stellen, wie du dich dann fühlst in dem Moment, wo du das Gefühl hast, ihr seid in der gleichen Energiewolke. Und wo du ja auch das Gefühl anscheinend hast, dass da irgendetwas gerade ist zwischen euch oder aber vielleicht nicht. Und ich höre in dieser Nachricht auch immer so ein bisschen das Herz mit dem Kopf kommunizieren und der Kopf sagt, nee, das passt überhaupt nicht. Und das Herz sagt, aber irgendwas ist doch da gerade. Es fühlt sich irgendwie aber dann doch nicht so an, weil heute hat sich wieder gezeigt, dass es gar nicht passt. Und irgendwie sind die beiden da gerade so ein bisschen am Streiten, habe ich das Gefühl. Und es herrscht jede Menge Unklarheit. Deswegen hast du uns ja auch angeschrieben, weil du dir Klarheit wünschst. Und da ist es einfach auch mal ganz gut, die Ebenen zu unterscheiden. Also was will dir dein Kopf gerade sagen? Und was ist da gerade trotzdem aber auch los? Wieso beschäftigt dich das so? Woran erinnert er dich denn? An was erinnert er dich denn? Was sind denn da so Bedürfnisse in dir, die er vielleicht antickert oder eben nicht antickert, also nicht erfüllt? Was würdest du dir denn tatsächlich vom Herzen her vielleicht auch wünschen? Ist da der prinzipielle Wunsch nach einem Partner oder eben nicht? Oder bist du gerade einfach nur in diesem Gefühl, dass alles, was mit deiner Energiewolke zu tun hat, auch eine ganz tiefe Bedeutung haben muss? Und wir sagen ja nicht, dass das der nächste Partner ist, den wir da sofort in unserer Energiewolke haben. Manchmal haben wir auch Menschen in unserer Energiewolke, von denen wir etwas durchaus lernen können. Das heißt also, die uns sehr stark triggern, aber die deshalb in unserem Leben sind, weil wir noch ein Thema haben mit diesen Eigenschaften, die uns da gerade gezeigt werden, mit dem Verhalten, das uns da gerade gezeigt wird. Und vielleicht erinnert dich diese Person auch an irgendjemanden aus deiner Vergangenheit, mit dem du unbedingt noch aufräumen darfst. Und das fühlt sich dann manchmal so an, als könnten wir diese Person jetzt gerade eben einfach nicht loslassen. Und so hört sich das auch ein bisschen in deiner Nachricht an, dass du das schon sehr, dass du dich damit sehr beschäftigst und es nicht so richtig loslassen kannst, aber nicht weißt, warum. Und wenn wir etwas noch nicht loslassen können, etwas oder jemanden, dann hat das etwas mit uns zu tun. Dann können wir uns fragen, woran oder an was erinnert mich diese Situation gerade eben auch? Woher kenne ich das? Und was löst es in mir aus? Wie fühlt sich das an?
Wie alt war ich damals, als ich das vielleicht schon mal erlebt habe? Ein ähnliches Gefühl, eine ähnliche Situation, eine ähnliche Eigenschaft vielleicht auch gerade präsentiert bekam, mit der ich vielleicht gar nicht so gut zurechtkomme. Was trifft mich da so? Das wären die Fragen, die wir stellen würden. Genau, und eben ganz, ganz spannend ist, weniger über die Energiewolke nachzudenken oder ob ihr die gleiche habt oder in einer seid. Das ist nicht wichtig. Du hast deine, er hat seine und irgendwas scheint da irgendwie zu matchen oder auch nicht. Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass es ein positiver Kontakt war und kein negativer. Weil es kann ja auch umgekehrt sein. Aber wir bleiben mal beim Positiven. Wenn er also irgendwie etwas in dir auslöst, was dich ja im positiven Sinne verwirrt und wo du merkst, boah, also irgendwas, da zieht mich was an. Da ist etwas, was mich anzieht. Dann ist es einfach spannend, wirklich diesem Gefühl mal nachzugehen und jetzt nicht sofort, der Kopf denkt dann gleich, ja, aber wir sind in einer Beziehung oder brauchen wir eine Beziehung? Eigentlich wollen wir gar keine Beziehung und plötzlich ist der Kopf schon wieder 3 Meilen voraus. Wir wollen einfach erstmal schauen, was ist denn da für ein Gefühl und was für ein Match ist da? Vielleicht ist es so ein Verstandenwerden oder vielleicht ist es was Erotisches oder vielleicht aber auch was, wo du merkst, boah, da sind wir voll auf der gleichen Wellenlänge. Wir können gut miteinander lachen, wir können dies, wir können das. Und dann mal abzugleichen, okay, wie ist es in deinem Leben? Ist es genau das, was dir vielleicht dort fehlt gerade? Wo du merkst, boah, da ist etwas, das ich mir wünsche in meinem Leben. Und manchmal können solche Menschen auch einfach so eine Erinnerung sein an ein Bedürfnis oder an eine Sehnsucht, die in dir ist, die du aber wunderbar in deiner eigenen Partnerschaft wieder aktivieren kannst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man kennt ja, wenn man es jetzt mit einem positiven Vibe wirklich mal voraussetzt, dann kennt man das ja, dass typische Verhältnis und dann plötzlich kommt dieser Traumprinz und der rosa Schleier, die Hormone sprießen und plötzlich ist alles super. Aber wenn man dann 3 Jahre zurückschaut und diese Affäre nochmal anschaut, dann spürt man, dass da einfach ein ganz tiefes Bedürfnis nach gesehen werden, nach verstanden werden, nach umarmt werden, nach was auch immer war. Und wenn man das vorher oder währenddessen schon machen kann, dann ist das natürlich eine Riesenerleichterung, weil man nicht eine langjährige Beziehung deswegen irgendwie beenden muss. Das heißt also, du empfiehlst jetzt, dass man sich das Thema anschaut, das darunter liegt, also das nicht erfüllte Bedürfnis. Ja, habe ich das nicht so gut rübergebracht? Doch, doch. Ich wollte es nur noch mal zusammenfassen. Und ich würde auch gerne noch mal darauf eingehen, dass wir natürlich auch manchmal Menschen erleben, bei denen etwas, ja, wie Unaufgelöstes sich noch mal zeigt. Also es könnte ja auch sein, dass derjenige dich gerade nicht gut behandelt. Und wenn wir das in unserer Kindheit erlebt haben, dass wir vielleicht in unseren Bedürfnissen nicht wirklich abgeholt wurden, wenn wir das erlebt haben, dass wir kein richtiges Gegenüber hatten, das uns auch wertschätzend und respektvoll, liebevoll behandelt hat, dann kann es sein, dass man sich solche Menschen auch manchmal nochmal in seine Energiewolke holt, weil da noch ein kleines Lernfeld ist. Das habe ich zum Beispiel ganz oft erlebt. Ich habe mir immer wieder Männer in mein Energiefeld gezogen, die mich gar nicht gut behandelt haben und die eher sehr narzisstisch waren. Und ich habe mich dann auch manchmal gefragt, warum sind die denn jetzt schon wieder in meinem Energiefeld? Ist das jetzt mein Energiefeld? Ziehe ich die jetzt an? Ist das jetzt meine Energiewolke? Nein. Das bedeutet einfach nur, dass da noch etwas für mich zu lösen war. Ich durfte noch etwas heilen. Und hier helfen dann die Fragen, die wir schon gestellt haben, um nochmal wirklich zu schauen, an wen oder was erinnert dich diese Person jetzt? Was wäre deine alte Verhaltensweise? Vielleicht aus einem, ja, wirklich wieder unerfüllten Bedürfnis heraus, aus einem alten Muster heraus. Ja, weil ich das Gefühl habe, ich bin vielleicht oder immer noch irgendwie tief in mir drin das Gefühl habe, ich bin immer noch nicht ganz liebenswert. Also muss ich jetzt diese Person wählen und mich an ihr weiter abarbeiten. Manche Menschen machen das ihr ganzes Leben lang, dass sie eine Person nach der anderen in ihr Leben ziehen, weil sie immer noch diesen unerlösten Glaubenssatz in sich haben, dass sie nicht gut genug sind, diesen unwahren Glaubenssatz und dann immer wieder eine neue Person in ihr Leben ziehen, die ihr nicht gut tun, aber die dieses alte Muster bedienen würden, dass sie immer weiter glauben können, dass sie nicht gut genug seien.
Und dann wird sich wieder abgearbeitet und wieder versucht, diesen Menschen davon zu überzeugen, dass ich doch gut genug bin. Dabei wäre es hier dann besser, wirklich innezuhalten und nochmal so zu schauen, okay, weshalb habe ich den jetzt vielleicht nochmal angezogen? Ist das nochmal für mich wie so eine liebevolle Überprüfung meiner eigenen Themen? Nochmal eine Überprüfung dessen, wie weit ich eigentlich jetzt für mich schon gekommen bin? Wie klar ich schon bin darüber, was ich möchte in meinem Leben und was nicht? Und für mich war dann irgendwann klar, dass ich unter meiner Goldversion von Beziehung mich nicht mehr einlassen werde, weil ich mir selbst genug bin, weil ich selbst mittlerweile auch in der Lage bin, mir all das zu erfüllen, was ich immer von anderen ersehnt habe. Das heißt, ich habe geübt, mich unabhängig auch zu verhalten und zu machen von anderen Menschen. Ich habe mir all die Liebe gegeben, die ich immer versucht habe, im Außen zu finden und habe solche Menschen, die dann auch nochmal vorbeikamen, auch in meine Energiewolke, weil das ganz normal ist. Es gehört zum Leben dazu. Mit unserer Energiewolke bestimmen wir nicht, wer in unser Leben kommt und wer nicht, aber wir bestimmen, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren und ob wir aus einem alten Muster heraus reagieren oder ganz bewusst bei uns sind und auch vielleicht sagen, schön, dass du hier bist und danke, nein. Ich möchte keine Beziehung mit dir. Ich habe mich für meine Goldversion entschieden von Beziehung. Da passt du jetzt nicht mehr dazu. Von daher lasse ich dich jetzt gerne los. Aber das können wir nur tun, wenn wir das Thema dahinter erkennen und aufgelöst haben. Denn sonst sind wir immer wie so eine Art mit Gummiband an diesen Menschen dran. Das heißt, wir können sie nicht loslassen. Es ist so, als könnten wir es einfach nicht sein lassen. Denn irgendetwas interessiert uns da noch. Irgendetwas zieht uns da noch magisch hin. Und das sind dann meistens noch alte, unaufgelöste Themen. Das möchte ich nur auch nochmal erwähnen, weil wir hoffen natürlich, dass das alles äußerst positiv ist. Es könnte aber auch sein, dass sich noch irgendetwas in dir da versteckt, was nochmal angeschaut werden möchte. Und dann wird dieser Mensch für dich ein ganz großartiges Geschenk sein, weil du in dem Moment nicht mehr automatisiert in einem alten Muster handelst und reagierst, sondern weil du sehr bewusst und für dich dein Thema auflösend weißt, was zu tun ist und dann auch loslassen kannst. Ja, und einer unserer wertgeschätzten Lehrer, der Robert Betz, der nennt diese Menschen Arschengel. Und zwar Arschengel, weil er vielleicht jetzt gerade eben nicht so positiv ist, sondern ist einfach ein Arsch. Und jetzt überleg mal, wer ist so in deinem Leben so ein richtiger Arsch oder vielleicht ist es eine Arschin. Ich weiß nicht, ob es da ein Gender-Modell gibt. Ich glaube nicht. Aber also ein Arsch. Und wo versteckt sich der Engel? Und das sind die berühmten Knöpfedrücker, die Arschengel. Und du kannst dir tatsächlich nicht nur die Frage stellen, woran erinnert dich das, sondern du kannst auch mal schauen, okay, welche Emotion löst dieser Mensch in dir aus? Vielleicht ist es Wut, Aggression, Trauer, Ohnmacht, Schuld, Scham. Und dann geht es natürlich in diesem Thema auch um diese Emotion, nämlich dass diese Emotion in dir anscheinend noch in Resonanz geht und vielleicht noch einmal loslassend gefühlt werden kann. Dann kannst du dich natürlich auch weiterfolgend fragen, okay, was ist die Essenz darin, die dich da so nervt an diesem Menschen? Vielleicht ist es eine ganz besonders dominante Art oder vielleicht ist es so eine Unterwürfigkeit oder vielleicht ist es etwas Lautes oder was ganz Leises. Vielleicht ist es irgendeine Eigenschaft, die dir richtig auf die Nerven geht. Das heißt, diese Eigenschaft hat etwas mit dir zu tun. Diese Eigenschaft ist es genau, die du vielleicht in dir entweder auf gar keinen Fall zulässt. Das heißt also, ich bin auf gar keinen Fall jemand, der sich in den Mittelpunkt stellt. Dann gehen mir natürlich die Leute extrem auf die Nerven, die im Mittelpunkt stehen wollen. Aber unterbewusst ist es dir auch in dir auch nicht gelöst. Das heißt also, das, was dich extrem triggert im Außen, hat etwas mit dir zu tun. Und da ist etwas aus der Balance gekippt. Hier ist der eine, da bist du. Und letztendlich ist die Mitte letztendlich der gute Weg auch für deine Seele. Und so hat dir die Seele, das ist mal so eine bildliche Vorstellung. Deine Seele und die Seele des anderen, die haben sozusagen so mit Augenzwinkern wie so eine Art Deal gemacht. Ey, kannst du nicht mal kommen? Dann können wir was lernen. Du lernst was und ich lerne was. Und bewusst haben wir das natürlich nicht. Aber diese Menschen in deinem Leben sind nicht zufällig in deinem Leben, sondern auf irgendeine magische Art ziehen wir diese Menschen an. Und Christine hat ja von ihren Beziehungen gesprochen. Die waren anfangs desaströs. Und dann wurden sie immer besser und bei mir war es ähnlich. Das heißt, war nicht unbedingt desaströs, aber es zeigten sich desaströse Eigenschaften in mir und
in der anderen. Und insofern ist es wichtig, dass wir uns über die Beziehungen weiterentwickeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hinschauen, wenn du so einen Match hast, positiv wie negativ, dann ist es sehr, sehr spannend rauszufinden, okay, was ist denn da? Was wird da in der Essenz in mir angetriggert? Es könnte sogar sein, dass wir so eine Art noch alte, in dir offen liegende Bedürftigkeit auch angetickert wird. Ne? Etwas, was vielleicht nie erfüllt wurde, so eine große Sehnsucht nach gesehen werden, geliebt werden, anerkannt werden, dass einfach das auch etwas ist, was dich dann so hält, weil er dir vielleicht einen Teil davon zeigt oder gibt, aber nicht ganz gibt, sondern immer so wie die Karotte, hinter der man dann so herrennt. Das könnten so viele alte Muster sein, die sich hier jetzt zeigen. Ich wollte nur noch ergänzend sagen, dass ein Gefühl auch ausgelöst werden kann wie Bedürftigkeit. Dass man sich einfach so, ja, so in so einer Sehnsucht fühlt und gar nicht genau weiß, warum oder was das ist. Und auch das könnte eine ganz, ganz alte Sehnsucht sein, die sich so richtig bedürftig anfühlt. Und viele Menschen wollen alles andere als bedürftig sein. Und ich habe auch dazu gehört und habe dann irgendwann aber festgestellt, nachdem ich das heilen durfte für mich, dass ich natürlich auch bedürftig war. Dass ich so wenig auf meine eigenen Bedürfnisse geachtet habe und so wenig meine Bedürfnisse auch als Kind erfüllt bekam, dass ich im Grunde eine sehr bedürftige Person war als Erwachsene, die sich dessen aber gar nicht bewusst war. Und je mehr ich meine Bedürfnisse in den Fokus genommen habe und nicht mehr darauf gewartet habe, dass irgendjemand kommt und meine Bedürfnisse erfüllt, sondern ich meine Bedürfnisse ins Zentrum gestellt habe von mir selbst, also mich ja wirklich so wichtig genommen habe, sie selbst zu erfüllen, wurde diese Bedürftigkeit Schritt für Schritt geheilt. Und ich habe auch nicht mehr Männer angezogen, die eben wie mit dieser Karotte vor mir hergelaufen sind, bei denen ich immer das Gefühl hatte, das ist immer noch dieses ganz alte Nähe-Distanz-Thema. Und auch dazu haben wir viele Podcasts aufgenommen, die du dir nochmal anhören solltest und anhören kannst. Wenn das Thema Beziehung vielleicht etwas ist, was in dir noch anspricht, hör gerne in diese Podcasts hinein. Und ich wollte noch etwas kurz dazu sagen, dass man eben auch aus dieser Nachricht hört, nämlich, dass der Kopf mit dem Herzen da gerade sehr in Diskussion ist. Und manchmal ist es auch so, dass wir gar nicht mehr in Ruhe nachdenken können, weil wir so verwirrt sind, weil wir eigentlich die ganze Zeit in so einem angespannten Modus sind und verzweifelt nach der Lösung suchen, sie aber einfach nicht finden können, weil wir in diesem angespannten Überlebensmodus sind. Dafür haben wir dir eine wunderschöne kleine Übung aufgenommen, die du nutzen kannst, um dich wieder zu entspannen, um wieder mehr im Herzen anzukommen, um wieder mehr in einen Gleichklang zu kommen und damit dann auch wieder dein Hirn so weit zu entspannen, sag ich mal, dass du auf kreative Lösungsmöglichkeiten kommst, die wir gar nicht mehr finden können, wenn wir so in einer Anspannung sind. Genau, und dann wirst du wieder Kontakt zu deinem Herzen haben, dann wirst du wieder Kontakt zum Hier und Jetzt haben. Und dieses Hier und Jetzt ist das Einzige, was es gibt. Also wenn dort jetzt gerade ein Mensch ist, der dich anzieht oder den du irgendwie abstoßend findest, was auch immer, das, was jetzt ist, ist relevant. Und versuch es nicht zu zerdenken, sondern bleib innerhalb deiner Werte natürlich und schau, was da ist. Und wenn der Kopf sagt, das sollte nicht so sein, tja, das haben schon viele Köpfe gesagt und es war dann doch so. Und es sind oftmals diese Begegnungen, wo der Kopf ganz viel einzuwenden hat, warum das jetzt totaler Quatsch ist. Und dennoch zeigt dir dieser Mensch auf irgendeine Art eine Tür in die Weiterentwicklung. Und dafür sind andere Menschen da, dass sie dich challengen, dass sie dich herausfordern, dass sie dich rauslocken aus deiner Komfortzone und du wirst es nicht mit dem Kopf lösen, weil dieses Thema Beziehung ist so spannend und letztendlich, wenn du mal überlegst, wie du in welche auch immer geartete Beziehung gekommen bist, es war nie geplant und es war nie, ich sag mal, analytisch durchdacht, sondern es passiert und da gibt es in uns, wir sind ein Magnet und wir treffen immer genau die richtigen Menschen. Und das ist etwas, worauf du dich verlassen kannst, dass du nicht einfach nur Pech hast oder Glück hast oder was auch immer, sondern dass diese Menschen etwas mit dir zu tun haben und dass du und natürlich auch die Menschen dort draußen etwas daran mitnehmen kannst, in irgendeiner Form dich weiterentwickeln kannst und ja, dich darauf einlassen kannst. Beziehungen sind wunderbar und ja, gar nicht so gefährlich, wie wir vielleicht durch die eine oder andere schmerzliche Erfahrung jetzt glauben.
Es geht vielmehr darum, dass wir Beziehungen brauchen, um uns besser zu verstehen, um unsere blinden Flecken zu sehen, um unsere Bedürfnisse wirklich besser kennenzulernen. Und wenn wir dabei darauf achten, was in der Verliebtheitsphase gar nicht so einfach ist, wenn wir dabei darauf achten, dass wir bei uns bleiben, dass wir immer ein Ganzes sind und auf Augenhöhe mit dem anderen, mit der anderen sind, dann ist es wunderbar und du wirst im Negativen wie im Positiven wirklich viele, viele Dinge über dich selbst lernen. Und das Gute ist, das möchte ich zum Abschluss noch sagen, dass unsere fragende Schriftstellerin, wenn ich es mal so nennen darf, in unserer Ausbildung ist zum Greater Life Coach. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass wir Schritt für Schritt herausfinden werden, was da gerade los ist und du das für dich sehr, sehr gut alles heilen kannst. Für alle, die interessiert sind an unserer Greater Life Coach Ausbildung, dann findest du natürlich alle Infos dazu, auch über die Shownotes. Du kannst uns gerne auf Instagram folgen, da findest du sehr viel über unsere Ausbildung. Wir freuen uns auf jeden Fall, dich das ein oder andere Mal hier wieder zu treffen. Stell uns gerne deine Fragen. Wir lieben es, die Podcast-Fragen zu beantworten und dir einen Podcast aufzunehmen. Wir wünschen dir jetzt eine ganz tolle Woche und möchten dich jedes Mal wieder aufs Neue von ganzem Herzen dazu einladen, dass du bitte, bitte dein Licht strahlen lässt. Dimm bitte dein Licht nicht runter, nur weil du das Gefühl hast, es wäre anderen sonst zu hell, sondern erlaube dir selbst zu strahlen und zwar von ganzem Herzen, denn das macht dich aus. Das macht dich aus, das macht nicht nur dich glücklich, sondern uns alle. Es ist ansteckend und zwar im positiven Sinne und unsere Erde braucht Menschen, die ihr Licht strahlen lassen, mehr und mehr. Denn wenn wir diesen Frieden in uns finden, dann kann Frieden auch in der Welt herrschen. Anders wird es nicht möglich sein und deswegen laden wir dich von ganzem Herzen jede Woche wieder aufs Neue dazu ein, dein Licht strahlen zu lassen, denn dein Licht macht diese Welt ein Stückchen heller. Vielen Dank für dein Lauschen und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Tschüss.